Die Hauptversammlung von Berkshire Hathaway, Buffetts Firma, ist immer eine Riesennummer. Das ist fast schon eine bühnenreife Show, die wir dort erleben werden. Und ich freue mich jedes Jahr wieder darauf, denn es gibt immer wieder Nuancen, mit denen man überrascht wird. Und sein Witz und auch so eine gewisse Dreckarschigkeit, die auch beim Charlie Munger herauskommt, das ist etwas, was einfach ein Highlight ist und es gehört absolut dazu. Natürlich ist es für mich auch sehr schön, dass mein Sohn mich dieses Jahr begleiten wird und er das einmal erleben kann. Es ist mir gelungen, ihn für eine Woche aus der Schule rauszubekommen, trotz seiner Abiturzeit. Schriftliche Prüfung liegt schon hinter ihm und er wird das mit mir zusammen teilen und das ist ein besonderes Erlebnis für mich und das macht es nochmal etwas wertvoller. Aber wie jedes Jahr mit einer Truppe von meinen Kollegen und den anderen Kollegen aus der Value Community in Deutschland werden wir das zelebrieren und folgen wie immer dem Ablauf, wo wir einfach morgens früh schon gemeinsam ab 5:30 spätestens anstehen, damit wir dann eingelassen werden und dann ab 8:30 den Film über die Firma Berkshire Hathaway und alle handelnden Personen zu teilen und dann den Ausführungen von Charlie Munger, Buffetts Partner und natürlich Warren Buffett selber über fast 6 Stunden zu folgen. Das wird richtig klasse. Jetzt ist es soweit. Wir sind jetzt auf der Hauptversammlung von Berkshire Hathaway unten in der Eingangshalle und hier finden sich die ganzen Firmen aus dem umfangreichen Portfolio von Berkshire Hathaway, der Firma von Warren Buffett. Wir finden einmal den Fertighaushersteller Clayton Homes, aber natürlich auch börsennotierte Firmen, die hier ihre Produkte ausstellen. Aber die vielen privaten Firmen, also die schon vollständig im Besitz der Firma sind, wie zum Beispiel See's Candy, den Süßigkeitshersteller, der hier natürlich besonders beliebt ist. Man kann also während der Hauptversammlung diese ganzen leckeren Süßigkeiten gleich verzehren. Und dazu lädt natürlich Buffett auch mit unheimlich vielen Clips im Vorfeld zu der Hauptversammlung, wo er dann auftritt, zur großen Frage- und Antwortstunde ein. Das heißt, wir haben jetzt erstmal so eine halbe Stunde unheimlich lustige Werbeclips, die man auch teilweise nur hier zu sehen bekommt, haben wir genießen dürfen. Und damit man eingeladen, um zum Beispiel die neue App von Apple auszuprobieren, wo man so ein bisschen wie Buffett selber spielen kann und Zeitungsaustragen soll quasi symbolisiert werden. Das müssen wir nachher gleich mal probieren. Macht richtig Spaß hier unten, sich auszutoben und all die Firmen kennenzulernen. Und oben in dem Saal, insgesamt 40.000 Leute oder sogar ein paar mehr. Dort findet dann tatsächlich die Frage- und Antwortstunde statt. Und erst am Ende geht es dann in den rechtlich relevanten Teil, so um 3:45 bis 4:15. Das ist dann ein kurzer Prozess. Das Wichtigste sind, dass Charlie Munger und Warren Buffett hier die ganzen Fragen aller Investoren intensiv beantworten und mit ihrem Charme alle auf ihre Seite ziehen, aber sich auch den kritischen Fragen stellen, zum Beispiel zur schlechten Entwicklung von Kraft Heinz. Und wir nehmen wieder eine ganze Menge mit und haben auch viel Spaß, dadurch, dass wir eben neue Leute kennenlernen. Zum Beispiel Ajit Jain wurde heute gefragt aus jemandem Publikum, hat ihn also gebeten, tatsächlich sich dazu zu äußern, wie er denn wirklich rangeht im Rückversicherungsgeschäft, wie er die Risiken preist. Hat richtig Spaß gemacht und jetzt geht's gleich weiter in die nächste Runde. Jetzt sind wir hier vor einer Simultanübersetzung für die chinesischen Kollegen, die hier mit uns auch co-investieren. Man weiß ja, dass die Chinesen besonders findig sind und was Geldanlagen betrifft, da ist ihnen kein Weg zu weit, um eben möglichst gut unterwegs zu sein. Und nicht jeder versteht eben die englische Sprache so gut, aber sie verstehen schon, wie seine Philosophie ist. Und hier läuft die Simultanübersetzung der Berkshire Hathaway Frage- und Antwortstunde der gesamten HV auf Mandarin. Jetzt sind wir bei Kraft Heinz und natürlich wurde Buffett auch dazu kritisch befragt. Seine Antwort war, wir sind in eine Partnerschaft eingegangen und sein Partner 3G Capital ist eben drin und kümmert sich, dass wirklich aus Kraft Heinz wieder was wird. Diese Restrukturierung läuft nicht so wie erwartet, tut mehr weh und hat zu einem extremen Kursverfall geführt. Das ist natürlich für uns wiederum interessant, denn jetzt kann das tatsächlich Value sein, besonders der Kommentar von Buffett, dass tatsächlich Kraft zu teuer eingekauft wurde und das jetzt im Kurs natürlich weitgehend reflektiert ist, lässt mich dort optimistisch hinschauen. Vielleicht wird das für uns eine neue Idee im Fonds. Auf der anderen Seite muss man hier sehen, wie extrem amerikanisch das Ganze hier an dem Stand ist. Wenn man mal hinschaut, was wir hier alles finden, die T-Shirts dazu, ein bisschen weiter weg sehen wir einen richtigen Hotdog-Truck. Das heißt, der ganze Truck sieht aus wie ein Hotdog.
Und das sind schon besonders spannende Elemente, die man hier am Ort vor Ort eben sehen kann und die einem wirklich Spaß machen und einfach mal zu diesem American Way of Life hier zu genießen. Jetzt stehen wir vor dem Heim von Warren Buffett, einem der 5 reichsten Menschen der Welt, der seit dem Ende der 50er Jahre in demselben Haus lebt, das er natürlich über die Zeit schön umgebaut hat. Aber ansonsten ist es dasselbe Haus, was er Ende der 50er gekauft hat. Das zeigt auch, wie bodenständig und bescheiden dieser Mann geblieben ist. Und er sagt nach wie vor von sich, dass er einer der glücklichsten Menschen auf der Welt ist, weil er einfach jeden Tag mit Freude zur Arbeit geht. Also er sagt dazu tatsächlich Tap Dancing to Work. Also er tanzt, er fühlt sich so glücklich, dass er tanzend zur Arbeit schreitet. Von diesem Haus aus ist es nicht weit zu seinem Büro in Kiewit Plaza. Das schauen wir uns dann auch noch an. Jetzt befinden wir uns am Kiewit Plaza in Omaha. Kiewit Plaza ist der Sitz von Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway, Buffetts große Firma, hat hier tatsächlich nur ein einziges Stockwerk bis jetzt die ganze Zeit angemietet gehabt. Man muss sich vorstellen, dass das Reich von Warren Buffett insgesamt 390.000 Mitarbeiter umfasst. Und eine Symbolkraft hat das natürlich, dass das aus einem einzigen Stockwerk bisher gemanagt wurde. Man zeigt halt, dass hier nicht ein Riesenreich gebaut wurde, nur um sich als Verwaltung sich groß darzustellen, sondern das Ganze wird sehr, sehr bescheiden und unglaublich bodenständig gemanagt aus einem einzigen Stockwerk. Heute auf der Hauptversammlung haben wir gelernt, dass Buffett sich entschieden hat, weil der Vermieter verkaufen wird, seine Miete um 20 Jahre zu verlängern und um sicher zu sein, auch wenn er es aktuell noch nicht braucht, ein zweites Stockwerk hinzuzunehmen. Dafür hat er sich entschuldigt, weil damit natürlich die Mietkosten deutlich steigen. Das war natürlich ein bisschen ein Scherz von ihm, aber es ist schon unglaublich, dass man aus so einem bescheidenen Umfeld 390.000 Mitarbeiter führt. Wirklich eine Symbolkraft hat das für mich. Ich finde das fantastisch. Jedes Jahr haben wir auch von morgens 7 bis abends 7 das Zusammentreffen, diesmal von der Höchstzahl aller Value-Investoren, die ich hier aus Deutschland überhaupt jemals zusammen gesehen habe. Wir waren 67 Leute, die sich alle in diesen Raum quetschen und quasi auf und übereinander miteinander umgehen und richtig Spaß haben, die Ideen auszutauschen, kontrovers zu diskutieren, auch zu kritisieren, so dass wir eben möglichst wenig Fehler machen und auch von den anderen lernen können bei den vielen Ideen, die wir dort präsentieren. Jeder hat so 6 bis 7 Minuten Zeit, dann 2, 3 Minuten Fragen. Da geht es wirklich konzentriert zur Sache. Und am Ende von so einem Tag ist man dann sehr froh, dass man am Abend, so wie jetzt hier, auch vielleicht einfach mal ein bisschen durchatmen kann und die Natur genießen. Wir sind hier in einem schönen Golfclub und sind eingeladen, in der Runde auch mit ein paar Einheimischen diesen Abend schön zu verbringen und ein bisschen zu netzwerken. Darauf freue ich mich sehr.